Miau, willkommen zu diesem kleinen Zwischenprojekt. Ja, so könnte man es nennen. Moin. Also, Soma ist jetzt ja vorbei. Und was hatten wir ansonsten noch so laufen? Für die Wochenende hatten wir noch ein paar Studio Pixel-Spiele, zum Beispiel Kiro Blaster. Ich bin mir ziemlich sicher, den werden wir auch irgendwann mal noch machen für ein Wochenende. Ansonsten hatte ich ja noch das 2013er Tomb Raider. Aber ehrlich gesagt, also ich hatte jetzt 10 Parts, das ist ein schweres 100% Let's Play und ich will die Demo noch nicht sehen. Wie gemein. Ja, öffne ich mal das hier, vielleicht kommt es dann nicht. Ihr sollt ja noch nicht wissen, worum es geht. Ja, und ich privat spiele jetzt ja gerade Rise of the Tomb Raider, auch wenn ich das noch nicht Let's Playen möchte. Bin auch noch nicht ganz durch, bin schon relativ weit, aber ich will jetzt gerade eigentlich nicht so gerne das alte weiterspielen, weil es ja auch ein großes Projekt ist. Und es ist ja nach wie vor so, dass ich nicht so viel Möglichkeiten habe für zu viele Projekte auf einmal. Habe ich ja schon gesagt, ne, im April geht dann mein Job los, ich habe noch die Yoga-Lehrerausbildung etc. Deswegen YouTube auf jeden Fall, aber es darf nicht zu viel werden. Und jetzt ist es ja so, dass wir anfangen, Mitte März Obscuritas anfangen werden, das neue Spiel von Viz Games. Und sobald Doom rauskommt, das neue, will ich auf jeden Fall auch das Let's Playen. Das heißt, es sind dann schon wieder zwei Projekte. Und ich will mich da jetzt nicht verhaspeln, zu viele zu haben. Deswegen möchte ich das hier so ein bisschen einschieben, damit einfach irgendwas Schönes läuft, damit wir ein bisschen schön Beschäftigung haben und ein bisschen miteinander schnacken können. Ich habe es im letzten Stream schon angekündigt, ich möchte generell als Stream-Projekt, ja, die Katze wird zum ersten Mal streamen, mit der Borderlands-Reihe dann anfangen, dass ich die dann streame, vielleicht mal schön am Wochenende oder so, also aber unregelmäßig. Mal gucken halt, wann man Zeit hat und das dann eventuell auch mit euch, je nachdem wer an dem Tag dann Zeit und Lust hat, können wir zusammen eine Runde spielen. Das kommt auch auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon total drauf. Ich weiß nur noch nicht wann, im März wahrscheinlich noch nicht, weil irgendwie ist da ziemlich viel zu tun, obwohl das dann meine letzte freier Monat erstmal ist. Aber irgendwie haben wir da ganz schön viel geplant. Aber ich hoffe mal, dass wir es im April dann hinkriegen, mir den Stream einzurichten und alles. Ja, schauen wir mal. Ihr könnt gespannt bleiben. So viel also jetzt erstmal für die nächsten Pläne. Das hier war als Kind eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ist das, glaube ich, von 92? Stand eben auch mal kurz da, weiß ich gerade nicht mehr genau. Hab das damals auch zu Hause immer mit meinem Papa und so total gesuchtet. Wir hatten es dann irgendwann noch per DOSBox. Und jetzt habe ich es irgendwie vor einigen Monaten auf Steam entdeckt. Alle drei Teile und ich war unfassbar glücklich. Das Spiel heißt Cosmos Cosmic Adventure. Forbidden Planet. Das hier ist jetzt Episode 1 von 3. Und ich will auf jeden Fall Episode 1 euch komplett zeigen. Es wird schon ein bisschen dauern, ist jetzt nicht das größte Spiel, das waren die meisten ja damals nicht, ne? Aber ein paar schöne Parts werden wir hier auf jeden Fall haben. Und ja, bin mal gespannt, wie es euch so gefällt. Ihr hattet ja gerade schon einen kleinen Demo-Einblick, aber werden wir da mal sehen. Ich möchte euch erstmal die Story vorlesen. Tomorrow is Cosmos' birthday, and his parents are taking him to the one place in the Milky Way galaxy that all kids would love to go to, Disney World! Suddenly, a blazing comet zooms towards their ship, leaving no time to change course. The comet slams into the ship and forces Cosmos' dad to make an emergency landing on an uncharted planet. While Cosmos' dad repairs the ship, Cosmo heads off to explore and have some fun. Returning an hour later, Cosmo cannot find his mom or dad. Instead, he finds strange footprints. Oh no, has his family been taken away by a hungry alien creature to be eaten? Cosmo must rescue his parents before it's too late. Jawollo! Und da machen wir uns nun auf den Weg hin. Begin, new game. Wunderschön. Ja, so jetzt Achtung. You are now cheating! You have been awarded full health and maximum amount of bombs. Der Cheat ist tatsächlich relativ wichtig. Denn die Bomben kriegt man erst relativ spät im Spiel, aber wir können damit solche Sachen wie diese Nupsis hier sprengen und das gibt uns ultra viele Punkte. Und wer viele Punkte möchte, braucht Bomben. Deshalb, ja, tut mir leid, Cheating. Diese Level haben auch allesamt keinen Midway-Point, das heißt, wenn man stirbt, dann muss man das komplette Level nochmal spielen. Kann natürlich, wenn man in Schluchten fällt, so oder so passieren, aber ich will es nicht mit nur diesen drei Lebensbalken machen, also.
Das hier sind solche Hint-Boxen. These Hint Globes will help you along your journey. Press the up key to reread them. So, und jetzt Achtung. Punkte, yes. Ist das nicht schön? So. Ach, das Schöne ist ja, diese Spiele, die man als Kind gespielt hat, man weiß noch alles ganz genau, wo man sich irgendwie umgucken muss und so, ne? Das ist wirklich faszinierend. Ja, Cosmo, es ist wirklich einfach ein kleines Jump'n'Run. Hier kommen die ersten Gegner. Ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber es ist nicht nett. Es hat böse Zähne. Ja, ein relativ geradliniges Spiel eigentlich. Besteht aber auch aus verschiedenen Welten quasi. Jede Episode, da kommen auch noch ziemlich coole Sachen. Ist natürlich jetzt wieder so ein Spiel, was man irgendwie nicht so richtig kommentieren kann. Ja. Mal sehen, vielleicht ergeben sich ja mit der Zeit noch ein paar Themen, über die wir so reden können. Währenddessen ist immer nicht schlecht. Power-Up Modules Increase Cosmos Health. Ja. Mal sehen, was war bei mir heute so? Der Mitty hat gerade Blog-Seminar. Ich habe ja noch frei. Heute ist Mittwoch, wenn ich das hier aufnehme. Das heißt also, morgen kommt das Soma-Finale. Bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich fand, es war ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Ansonsten war ich dann heute schön einkaufen. Danach ein bisschen Haushalt gemacht. Bin joggen gegangen und ich war so froh. Ich habe nämlich echt eine ganz tolle Sonnenscheinphase von diesem sehr wechselhaften Wetter zurzeit erwischt. Es war total frühlingshaft, das war irgendwie echt krass. Also das war, mir war in meiner Laufjacke schon zu warm eigentlich. Sehr komisches Gefühl so im April. Nee, ach Quatsch, ja genau, im April wäre es normal, aber wir haben nun mal noch Februar. Ja, aber war schön, ich habe einen Specht gesehen, der hat mich eine Weile verfolgt. Also er ist mit mir mitgeflogen, sagen wir es mal so. Und ja, dann habe ich jetzt noch Wäsche gewaschen, hatte noch eine Stunde Yoga, bisschen mehr sogar. Dachte mir dann, oh, jetzt mal was essen, Frühstück, auf die Uhr geguckt, schon 1:30, wie die Zeit vergehen kann, ne? Ein bisschen blöd, dass wir in die Teile so doof rankommen, aber machen wir mal anders. Ja, jetzt schön was gegessen, ein paar Videos geguckt und dann wieder selber eine Runde aufgenommen. Schade, es war leider kein voller Erfolg, dieser Sprung, jetzt müssen wir es nochmal machen. Ich bin hier bis zu einem gewissen Punkt auch sehr darauf bedacht, wirklich alle Punkte zu kriegen. Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Es gibt ein paar Stellen, von denen werde ich mich fernhalten. Also, es gibt auch einfach Level, da weiß ich bis heute nicht, wie man alle Punkte da kriegen soll. Na, springst du wohl ab. Am Anfang bin ich da wirklich immer noch sehr ambitioniert, aber irgendwann lasse ich das dann auch bleiben. So. So, da kommt schon die erste Schlucht, aber in der hier können wir noch nichts tun. Ja, ich bin ja immer so froh. Ich meine, klar, es gibt auch Good Old Games und so und noch andere Seiten, wo man auch Spiele für die DOS-Box herkriegt. Aber auch als auf Steam jetzt plötzlich die Commander Keen-Reihe ja zur Verfügung stand, da war ich auch sehr glücklich. Weil die Spiele laufen da dann halt auch wirklich gut. In der Regel kein Problem. Wenn man sich irgendwelche anderen DOS-Box-Sachen holt, ist das ja immer so eine Frage. Und es sind einfach so schöne Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, was waren denn eure Spiele so damals? Ich weiß noch, wir hatten auch so ein Autorennspiel, Lotus hieß das. Ich musste gerade mal lauschen, ob uns das Telefon geklingelt hat. Hat das aber nicht, glaube ich. Zumindest höre ich es nicht. Ich werde dann immer so paranoid. Auch oft, wenn ich duschen gehe, dann meine ich auch zwischendrin immer, die Türklingel zu hören. Ich sage mir schon jedes Mal, nee, ist keine Türklingel. Und selbst wenn, du duschst halt gerade, ja, was willst du denn machen?
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Übrigens, wir können uns mit den Bomben nämlich auch selbst verletzen. Und das wollen wir nicht. Denn es kommen noch Level, die sind auch schwer genug. Da werden wir genug Damage von kriegen. Das muss jetzt hier nicht sein. Zu meiner ganzen Paranoia mit diesen Geräuschen in der Wohnung kommt dann auch einfach noch, dass man halt von den Wohnungen über und unter uns nun mal auch einfach was hört. Ja, es ist ja nun mal ein Mehrparteienhaus. Und da kann das halt schon mal sein. So, dich nehmen wir noch mit, kleiner Freund. Hint Globe. Cosmo can climb walls with his suction hands. Die Dinger geben uns ja leider keine Bombe zurück. Bombe, Bombe. Aber das macht nichts. Wir kriegen auch so noch genug. Ich finde es auch sehr erfrischend, dass Cosmo hier Punkte durch Obst und Gemüse bekommt. Nicht so wie bei Commander Keen. Der kleine blasse Junge, der eigentlich die ganze Zeit nur Süßigkeiten isst, um seine Energie wieder aufzuladen. Genau der gleiche Blödsinn wie in Tomb Raider The Angel of Darkness. Wo man Lara Schokoriegel geben kann, damit sie sich wieder heilt. Also, ach, come on. Völliger Blödsinn. Aber auch dieses Spiel hat, wie auch Super Mario oder andere so alte Spiele, oft die Krankheit. Man drückt springen, aber es wird nicht gesprungen. Das hasse ich ja wie die Pest, deswegen... Ja, ich sag's euch, wenn es soweit ist, nämlich hier jetzt gleich schon. Triple! So, ich gehe leider nicht da links rein. Da sind schöne Punkte drin und so, alles super. Aber wenn ich da drin bin, sehe ich kaum, wann ich wieder da rauskomme. Und das gepaart mit dieser Eigenschaft, dass er oft einfach nicht abspringt. Das ist dann schon echt... Und wegen diesen paar Punkten das gesamte Level nochmal machen? Ah, ich glaube nicht. Seht ihr hier sowas zum Beispiel dann auch? Ach, scheiße. Und das hier ist nämlich das Blödeste von denen. Jetzt bin ich eh drin, okay? So, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Jetzt, okay. Ah, ich will das nicht. Okay, so geht's. Nächstes ist dangerous und ich will's nicht zu oft riskieren. Ach, Glück gehabt. Ich dachte, der sprengt mir das Obst weg. 50.000 Punkte! Ja, wunderschön. Ich würde sagen, damit belassen wir es fürs Erste bei dem ersten Part. Wir haben ja am Anfang noch ganz schön viel geschnackelt. Und Level 2 gibt's dann morgen. Ihr seht, es ist noch das gleiche Setting. Ich glaube aber nach Level 3 oder 4. Weiß ich gerade nicht mehr. Dann kriegen wir noch eine neue Welt. Seid mal gespannt. Sagt mir, was ihr von diesem schönen alten Spiel haltet. Kennt ihr es vielleicht sogar? Mögt ihr solche Spiele auch? Was waren eure Kindheitsspiele? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.